Anbetung in Geist und Wahrheit. Ich predige heute über steile, abstrakte Begriffe. Über solche Themen kannst du meterweise Bücher schreiben und ganze Bibliotheken damit füllen. Und das Schöne an der Bibel ist, sie macht es konkret. Die Geschichte, in die ich dich heute mit hineinnehme, die über Anbetung in Geist und Wahrheit, die hat ihren konkreten Ort in der Bibel und die beginnt mit einem konkreten Bedürfnis. Es ist ein Bedürfnis, das wir alle kennen. Jesus hat Durst. Es ist Mittag, anscheinend sommerlich warm. Jesus und seine Jünger sind seit dem frühen Morgen unterwegs. Das Bergland von Judäa und seine Täler haben sie zu Fuß durchwandert und sie sind jetzt im Land Samarien, in der Nähe des Berges Gerizim. Dieser Berg ist etwas höher als die Sackpfeife. Nebenan liegt eine Stadt namens Sichar. Dort kaufen die Jünger unterwegs Verpflegung ein. Und Jesus geht zu einem Brunnen und möchte dort von dem frischen Wasser kosten, das aus den Quellen des Berges Gerizim hervorquillt. Ich lese aus dem hinteren Teil der Bibel, aus dem Johannesevangelium im 4. Kapitel ab Vers 5. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hat. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Jesus kommt zu einem Brunnen und daneben erstreckt sich ein Feld. Und beides, der Brunnen und das Feld, die haben tiefe biblische Bedeutung. Im vorderen Teil der Bibel, da kannst du nachlesen von dem Stammvater Jakob und seinen Söhnen, einer von denen war Josef, und denen hat er dieses Feld gegeben. Auf diesem Feld steht Jesus und da steht der Brunnen und das hat alles so seine tiefe biblische Vorgeschichte. Jesus und seine Jünger sind Juden und die Leute, in deren Gebiet sie jetzt sind, sind Samariter. Und die Samariter sind ein sehr eigentümliches Völklein. Sie haben ihre ganz eigene religiöse Prägung und die ist der Prägung der Juden sehr ähnlich. Also beide glauben an denselben Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und für beide sind auch die ersten 5 Bücher Mose aus der Bibel verbindliche heilige Schriften. Und ansonsten wollen sie voneinander nichts wissen. Also sie hassen und verachten einander nahezu. Die Juden, die beten Gott an auf dem Berg Gerizim, wo Jesus jetzt steht, also wo der Brunnen ist. Und die Samariter beten dort Gott an. Und die Juden, die beten Gott an im Tempel von Jerusalem. So, Jesus steht also da, wo die Samariter ganz in der Nähe ihren gemeinsamen Gott anbeten, neben dem Berg Gerizim am Brunnen. Da steht ein Jude namens Jesus, also religiös-politisch aufgeladene Situation schon damals im Heiligen Land. Ich lese mal weiter. Jesus hat immer noch Durst. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus meldet ein simples irdisches Bedürfnis an, ich habe Durst, ich brauche zu trinken. Die samaritische Frau tut sich schwer, darauf einzugehen. Also so groß sind die Gräben zwischen diesen beiden Völkern. Man kann sich über so simple Dinge wie, ich habe Durst, ich brauche mal einen Schluck Wasser, über sowas können die sich nicht verständigen. Es ist wirklich schwer. Es verläuft nicht jedes Mal so zugespitzt. Eine Sache bestätigt sich allerdings immer wieder, religiöse Verschiedenheit entzweit Menschen voneinander. Das gibt es leider auch unter uns Christen. Da frage ich mich, was würde Jesus dazu sagen? Hier am Brunnen lässt sich Jesus von solchen Fragen nicht aus der Ruhe bringen. Er macht der Frau vielmehr deutlich, dass ihm etwas anderes viel wichtiger ist als die Frage nach religiösen Prägungen. Ich lese weiter. Jesus antwortete und sprach zu ihr. Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du
bätest ihn, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da sagt zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken, und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Der Jakobsbrunnen, an dem Jesus und die Samariterin sich unterhalten, der reicht 23 Meter hinab in die Tiefe. Den haben Menschen damals mühsam in Kalkstein hineingegraben und da rausgehauen. Und damals, vor 2000 Jahren, da enthielt dieser Brunnen auch noch viel mehr Wasser als heute. Und die Samariter von damals, die wussten sehr zu schätzen, was sie hatten von ihrer Wasserquelle. Jesus bescheinigt der Frau nun Folgendes. Das Wasser, aus dem ihr schöpft, womit ihr euren Durst löscht, dieses Wasser ist endlich. Es ist früher oder später verbraucht. Ihr werdet wieder neu schöpfen müssen. Ihr werdet wieder Durst haben. Und dem setzt Jesus im Gespräch mit der Samariterin etwas entgegen. Jesus redet ungefähr nach folgendem Motto. Das Wasser, das ich gebe, das reicht viel tiefer hinab als 23 Meter. Es ist nicht begrenzt von Kalkstein oder was auch immer. Das Wasser, das ich gebe, das ist unendlich tief. Es kommt aus einer unerschöpflichen Quelle, die nie versiegt, eine Quelle, die ewig Bestand hat. Begegnet dir Jesus mit so einem Statement, hast du zwei Möglichkeiten zu reagieren. Du kannst entweder sagen, er spinnt, das ist absurd, oder du kannst dem auf den Grund gehen, was Jesus meint mit dem, was er sagt. Bei der samaritischen Frau löst Jesus etwas aus. Er spricht nicht einfach nur von Wasser. Jesus spricht von lebendigem Wasser. Die Frau bekommt im Gespräch mit Jesus eine Ahnung davon, was das heißen könnte. Lebendiges Wasser. Das klingt nach Leben im Fluss, im Überfluss. Ein Leben, wo Stress und Mühsal ein Ende haben. Wo ich nicht ständig nach etwas jagen muss, wonach mein Herz verlangt. Wo ich nicht ständig um etwas kämpfen muss, was dieses Leben und die Welt nicht erfüllen können. Es sind große, tiefe Fragen. Die Samariterin am Brunnen bittet Jesus darum, dass er es für sie greifbar macht. Ich lese weiter. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Jesus macht es greifbar, wonach die Samariterin verlangt. Es geht nicht darum, kaltes, klares Wasser im Krug zu haben. Es geht nicht darum, den altbekannten irdischen Durst zu löschen. Es geht hier um etwas anderes. Die Frau, mit der Jesus spricht, die hat ein tiefes Verlangen danach, geliebt zu werden. Jesus nimmt bei ihr wahr, wie sehr sie sich nach Liebe sehnt. Er sieht die 5 Männer, die bisher in ihr Leben traten. Jesus sieht Verstrickungen. Er sieht, was an ungeklärten Fragen auf der Strecke blieb. Jesus sieht Verzweiflung in der Frau. Sie findet auch in dem Mann, den sie jetzt hat, keine Antwort auf die Frage, die sie wirklich betrifft. Ich habe den Eindruck, die Frau am Brunnen ist einsam. Manche glauben vielleicht, einsame Menschen sind Menschen, die alleine sind. Ich selber glaube das nicht. Ich sehe das vielmehr so.
Einsame Menschen können sich nicht mit anderen Menschen vertraut machen. Aus was für Gründen auch immer. Gerade für Menschen, die nicht alleine sind, ist Einsamkeit umso schmerzhafter. Kontakte und Beziehungen ohne Vertrauen werden leer und veröden, auch wenn sie vielleicht äußerlich am Leben bleiben. Die Samariterin ist von Jesus beeindruckt. Dieser Jude auf der Durchreise, der sie gar nicht persönlich kennt, der hat etwas in ihr gesehen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die Frau am Brunnen bescheinigt Jesus, ein Mann Gottes zu sein, ein Prophet, wie sie sagt. Zwei Dinge nimmt sie an Jesus wahr, die ihr zeigen, dass er von Gott kommen muss. Einmal, in Jesus begegnet ihr unbestechliche Wahrheit. Jesus spricht ungeschminkt aus, was er an der Samariterin sieht. Es macht überhaupt keinen Sinn, vor Jesus um den heißen Brei drumherum zu reden oder irgendwas schön zu reden. Außerdem begegnet der Samariterin in Jesus Gottes Liebe. Für die Begegnung am Brunnen würde ich auch sagen Nähe und Vertrautheit. Die Frau am Brunnen wird mit Jesus vertraut. Derselbe Mensch, der an ihr klar sieht, was nicht schön zu reden ist, dieser selbe Mensch verheißt ihr lebendiges Wasser. Das will er ihr geben. Die Samariterin muss sich sortieren. Was ist das für ein Mensch, dieser Jude namens Jesus, der neben ihr am Brunnen sitzt? Er zeigt ihr allem Anschein nach den Weg zu Gott. Wie sieht das nun konkret aus? Das muss sie von Jesus leer in Erfahrung bringen. Sie sagt: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Wo bete ich Gott an? Wie bete ich richtig? Wie singe ich richtig? Singe ich lieber neueren Worship von Hillsong? Singe ich lieber ältere Lieder von Paul Gerhardt? Du kannst dir über solche Fragen ein Leben lang den Kopf zerbrechen. Für dein Seelenheil ist das nicht relevant. Für den Juden Jesus steht nun einerseits fest, dass seine Religion den Samaritern überlegen ist. Gerade wo es um die Erkenntnis Gottes geht, gerade wo es um verlässliche biblische Überlieferung geht, da haben die Juden den Samaritern was voraus. Andererseits ist sich Jesus darüber im Klaren, dass es nicht darauf ankommt, wer hier wem religiös überlegen ist. Der Frau am Brunnen geht es um eine Frage: Wo hat meine Anbetung Gottes ihr Zentrum? Darauf geht Jesus nun ein. Er sagt: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Gottes Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater will solche Anbeter haben. Was Jesus der Frau sagt, übersetze ich so: Gott ist so, wie er wirklich ist. Und Gott sucht nach Menschen, die ihm begegnen, wie sie wirklich sind. Gott ist unbestechliche Wahrheit und Heiligkeit. Und er sucht nach Menschen, die bereit sind, Gottes Wahrheit zu begegnen und die auch bereit sind, sich von Gottes Wahrheit etwas über sich sagen zu lassen. Gott als Geist zu begegnen heißt: Ich bin wirklich bereit, der Heiligkeit Gottes in meinem Leben zu begegnen und mich auch mal überführen zu lassen, wie unheilig ich selber bin. Der andere Punkt ist der:
Gottes absolut bedingungslose Liebe. Die allertiefste Wahrheit über mein und dein Leben ist nicht die, dass wir unheilig sind. Die tiefste Wahrheit über dein und mein Leben ist die, dass Gott dich und mich bedingungslos liebt. Das Zentrum der Anbetung, das ist sein eingeborener Sohn, Jesus. Jesus verrichtet am Kreuz ein Werk, das niemals ein samaritischer Priester auf dem Berg Gerizim verrichten könnte. Jesus tut für uns etwas, was niemals ein jüdischer Priester im Tempel von Jerusalem tun könnte. Er gibt sein Leben hin für dich und mich. Er macht den Weg frei zu Gottes heiligen Thron, und ohne Jesus könnte dieser Weg gar nicht frei sein. Das heißt, Jesus ist der wahre Priester, der wahre Ort der Anbetung. Als dieser gibt er der Frau sich zu erkennen und sagt, so steht es bei Johannes, ich bin's, der mit dir redet. Gottes Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Bist du bereit, Jesus in dein Leben sprechen zu lassen, dann gilt dieser Satz auch für dich. Das heißt dann freilich auch Veränderung. Wo du der Heiligkeit Gottes in deinem Leben begegnest, da kann das, was unheilig ist in dir, nicht bestehen. Jesus ist bereit, genau das dir abzunehmen. Jesus bietet dir an, dass er abnimmt für dich, was dich von Gott trennt. Du kannst es bei ihm lassen. Und im Gegenzug will er dir etwas schenken. Erinnerst du dich noch an das Gespräch mit der Frau am Brunnen? Jesus verheißt lebendiges Wasser. Ich glaube, er hat der Frau am Brunnen lebendiges Wasser gegeben. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Die Frau lässt ihren Krug stehen. Sie hat kein Interesse mehr daran, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Jesus gibt ihr lebendiges Wasser. Gottes Geist, das hat Jesus zu ihr gesagt, und dieses lebendige Wasser ist der Heilige Geist, der die Frau dazu beflügelt, ihren Krug stehen zu lassen, aufzustehen, in die Stadt zu gehen, den Leuten von Jesus erzählen und sie einzuladen. Das heißt, Jesus traf am Brunnen eine Person, die war geschlagen von Schuld und Schicksal. Und lebendiges Wasser, Heiliger Geist, hat diese Person lebendig gemacht. Gottes Geist bringt die Samariterin in ihren Fluss, in ihren Flow. Gott wirkt auch anders, nicht nur als lebendiges Wasser. Anderswo im Neuen Testament tritt der Heilige Geist auf als Feuer, er bringt die Herzen zum Brennen. Und wieder an anderer Stelle ist die Rede von einem Lufthauch oder der Heilige Geist braust wie ein Wind. Also Feuer, Erde, Luft, Wasser. Erde? Ja, auch Erde. In der Bibel steht auch, dass der Mensch aus Erde gemacht ist. Also nochmal, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Vier Elemente, habt ihr sicher schon mal gehört. Menschen sehnen sich oft nach Einklang mit der Natur. Das verbinden sie gerne mit diesen vier Elementen. Vielleicht kennst du ja diese Sehnsucht auch bei dir. Und im Heiligen Geist bringt Gott dich zurück in dein ursprüngliches Element, in deine ursprüngliche Natur. Gottes Geist bringt dich zurück in deine ursprüngliche Integrität, die Gott für dich vor Augen hatte, von Anfang an der Welt. Es gibt alternative spirituelle Weltanschauungen, die versprechen gerne Einklang mit der Natur. Diese Konzepte haben der Bibel nichts voraus. Jesus war nicht alleine unterwegs in Samarien. Seine Jünger gingen mit ihm. Seine Jünger mussten freilich erst einmal damit zurechtkommen, dass Jesus Leute beruft, die nicht wie sie bereits jüdisch-religiös geprägt waren. Die Jünger waren Juden, genau wie Jesus, und der unterhält sich jetzt mit der Samariterin. Wie ist das mit deiner religiösen Vorgeschichte? Ist die dir wichtig, um Jesus zu begegnen? Weißt du was? Ich glaube, Jesus interessiert sich null für deine religiöse Vorgeschichte. Jesus interessiert sich immer nur für dein Herz.
Ist dein Herz offen für die Wahrheit, die dir in Jesus begegnet? Das ist die eine Frage, auf die es am Ende ankommt. Die Jünger haben das verstanden. Sie brauchten ihre Zeit, um zu verdauen, was für Leute ihr Meister da um sich sammelt. Doch ihr Vertrauen zu ihm blieb ungebrochen. Auch du darfst Jesus vertrauen. Du darfst Jesus darauf vertrauen, dass er dir seinen Geist gibt. Du darfst ihm vertrauen, dass er dir hilft, dein Herz für ihn zu öffnen. Ich lade jeden, der es möchte, ein, mit mir zu beten. Jesus Christus, ich begegne dir heute vielleicht zum ersten Mal. Ich begegne dir heute vielleicht zum wiederholten Mal. Danke, dass du mich liebst. Du kennst mein Herz. Du weißt, wonach mein Herz sich sehnt. Du weißt, was mein Herz belastet. Danke, Jesus, für deinen Tod am Kreuz. Danke für deine Auferstehung. Danke, dass du mir den Weg frei machst zum himmlischen Vater. Danke, dass du mir Zukunft schenkst in diesem Leben und in Ewigkeit. Danke, Jesus, für deinen Sieg am Kreuz über Teufel, Tod, Sünde und Dämonen. Jesus, ich preise dein Blut und binde in deinem Namen alle Mächte der Lüge und des Kleinglaubens, die mich hindern, dir nachzufolgen. Leite mich mit deinem Heiligen Geist in Herz und Gewissen. Belebe mich neu mit deiner Kraft, du bist meine Stärke. Sprich zu mir heute und in den nächsten Tagen durch Gottes Wort. Sprich zu mir durch Menschen, durch Engel, durch Träume und Visionen. Sprich zu mir durch alles, wie es dir beliebt. Heiliger Geist, komm herab in mein Leben, erfülle und durchflute mich. Himmlischer Vater, dein starker Arm, gebrauche mich in Jesu Namen. Amen.